In dem kurzen Video schauen wir uns an, wie man ein Tabellenverzeichnis erstellt. Wer sich bereits angeschaut hat, wie man ein Abbildungsverzeichnis erstellt im vorigen Video, für den ist jetzt nicht viel Neues dabei. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die zu beachten sind, ansonsten geht es ganz gleich. Ich habe hier eine Testtabelle erstellt mit einfach irgendeinem Blabla-Text drinnen. Und um ein Tabellenverzeichnis erstellen zu können, muss ich die Tabelle beschriften. Beim Beschriften der Tabelle passieren auch schon meistens die Fehler. Und zwar, damit ich eine Beschriftung hinzufügen kann, muss ich die Tabelle anklicken, wodurch ich hier dieses Fadenkreuz-Symbol, diese vier Pfeile bekomme. Wenn ich da draufklicke, markiert sich die Tabelle. Und wenn ich jetzt eine rechte Maustaste mache, in die Tabelle rein, kriege ich hier den Punkt Beschriftung einfügen. Würde ich das nicht machen, sondern einfach nur so in die Tabelle reinklicken mit rechter Maustaste, habe ich den Punkt Beschriftung einfügen nicht drin. Also das ist der Fehler, warum man das nicht bekommt. Also markieren mit dem Fadenkreuz, rechte Maustaste und Beschriftung einfügen. Da muss man aufpassen, dass die richtige Bezeichnung ausgewählt ist. In dem Fall steht hier schon Tabelle bei mir. Könnte sein, wenn man in einer Arbeit zuerst schon Abbildungsverzeichnis gemacht hat, dass er noch immer Abbildung vorschlägt. Dann muss man eben auf Tabelle wechseln und aufpassen, dass die Position passt. Tabellen werden über dem Element beschriftet. Jetzt schreibe ich nach hinten einen Doppelpunkt, Kartoffeltabelle. Und klicke auf OK. Jetzt habe ich hier die Beschriftung. Da die Tabelle zentriert ist, markiere ich die Beschriftung, setze sie auch in die Mitte. Ich kann die auch umformatieren, kann zum Beispiel die Farbe ändern. Ich kann den Abstand zur Tabelle zum Beispiel verringern, so wie wir das schon alles gelernt haben. Also kann das alles ganz normal formatieren. Und wenn ich jetzt ein Tabellenverzeichnis einfügen möchte, dann geht das ganz einfach. Ich schreibe das einfach mein Tabellenverzeichnis selbst hin und gehe jetzt da ganz gleich wie beim Abbildungsverzeichnis auf Referenzen, muss sogar den Punkt Abbildungsverzeichnis einfügen wieder auswählen, weil sich da drin auch das Tabellenverzeichnis verbirgt und muss hier aufpassen, dass bei der Beschriftung, also hier unter Allgemein bei der Beschriftung, Tabelle ausgewählt ist. Also wenn hier Tabelle steht, dann passt's. Wenn da noch Abbildung steht, wenn man davor zum Beispiel ein Abbildungsverzeichnis gemacht hat, dann muss man bitte wechseln. Und dann klicke ich auf OK und meine Tabelle erscheint. Sollte es so sein, dass ich eben später noch eine zweite Tabelle habe, also ich mache das jetzt einfach einmal, dazu kopiere ich die Tabelle einfach und füge sie ein, beschrifte die jetzt da, rechte Maustaste, Beschriftung einfügen, Tabelle 2, noch eine Kartoffeltabelle, okay, zentriere das auch und mache schwarz. Jetzt passt hier unten mein Tabellenverzeichnis nicht mehr, weil die zweite Tabelle fehlt. Ich klicke jetzt einfach rein mit rechter Maustaste, klicke auf Felder aktualisieren. Er fragt mich jetzt, ob ich nur die Seitenzahl aktualisieren möchte oder ob ich das gesamte Verzeichnis aktualisieren möchte. Ich wähle aus das gesamte aktualisieren, klicke auf OK und habe jetzt auch die Tabelle 2 drin. Würde ich die Tabelle 2 wieder löschen, weil ich es doch nicht brauche, muss ich das Tabellenverzeichnis natürlich wieder aktualisieren, also wieder rechte Maustaste, Felder aktualisieren und jetzt macht er schon automatisch, dass er das Ganze aktualisiert. Und damit sind wir fertig.